So, und dann können wir hier hochlaufen. So, vielleicht andere Stufen. Ja, die sind ganz okay. Und wenn wir die jetzt auch aus dunklem Holz machen. Passt das sogar irgendwie, oder? Oh, gehen wir mal hoch. Ich finde, hier kann sogar der Fels so ein bisschen bleiben. Finde ich gar nicht so schlecht, weil... Ja, am Ende ist der das Dach. Und warum soll das nicht hier so am Stein lang führen? Müsste man nur einen Zaun hier noch rummachen. Hier können wir noch ein bisschen von dem Stein mal wegnehmen. Das finde ich zu dicht. Kann man noch so eine kleine Auswuchtung machen. So, dich auch noch weg. So, du auch mal weg da. Ach ja. So, der Sand muss da auch nicht unbedingt sein. Den können wir auch mal wegnehmen. Schippe habe ich sogar noch drin. Das finde ich sehr schön. Ah, da ist ja nur Sand. Das finde ich doof. Wie schließen wir das jetzt am besten? Müssen wir den grünen Schiefer wahrscheinlich wieder brennen. Dann können wir das zumachen da. So sieht es ein bisschen doof aus. Hiermit, ja, lasse ich so. Den nehme ich nochmal weg hier. Ja komm, die Kohle nehmen wir sowieso weg. Die brauchen wir. Ist natürlich auch richtig Kohle diesmal wieder. Was wir hier wahrscheinlich so ein hässliches Loch drin haben. Ja gut, kann man aber mit leben. Aber die Erde würde ich weghaben wollen. Was natürlich nichts bringt, weil dahinter wieder Erde ist. Das ist ein halber Erdberg. Gut, dann machen wir mal schnell Zäune. Hatten wir noch ein paar? Mal gucken. 19 werden nicht ganz reichen, ne? Na, hoch hier. So, welchen Zaun nehmen wir denn hier oben am besten? Ja, am besten auch wieder diesen kompletten da, wa? Irgendwie finde ich den schon gar nicht so schlecht. So, die müssten dann natürlich auch hier so ein bisschen rausgucken wieder. Einfach nur, dass das dann besser aussieht mit dem Zaun. So. Und hier dann auch. Wo ich sagen möchte, dann könnte man hier im Grunde die Steine auch mal wegnehmen. Was ich im Grunde hier fortsetzen sollte, dass das nicht so dicht am Haus ist, dass man da sieht, hey, da ist ein Rand oder so. So. Ja, so finde ich ganz okay. Dann brennen wir doch hier mal diesen grünen Schiefer 18 Stunden. Stück, dann müssen wir auch den gleichen Stein wieder oben draußen haben. Dann können wir da, wo die Sandlöcher waren, das ein bisschen verschließen. So, da oben kann der Stein dran bleiben, finde ich. Soll irgendwo, ja, naturmäßig aussehen. Und ich finde, da passt es. Aber hier, dass er ein bisschen weg ist, finde ich okay.
Oh, nehmen wir mal hier auch noch ein bisschen was weg, dass das so ein bisschen weiter, sage ich mal, wegsteht. So, so ist es gut. So. Dann haben wir den fertig. Machen wir hier wieder das dunkle Holz drauf. Finde ich als Boden nämlich echt schön. Reicht jetzt aber nicht, was wir dabei haben. Jetzt haben wir uns Eichenzeug in die Tasche gepackt. Haben wir noch. Nee, haben wir nicht. Aber unten hatten wir noch dunkles Holz, ne? Dann holen wir das mal. Da haben wir sie. So, und du bist Birke. Du kommst dann nämlich wieder von unten ran, dass wir hier eine helle Decke haben. Dann passt das wahrscheinlich auch schön mit dem dunklen rundherum, mit diesem dunklen Holz da. So. Na, das Zimmer hat schon was. So, Glas hätten wir mal gleich mitnehmen können von unten, ne? Ne, haben wir bei. Haben wir bei, haben wir bei. Haben wir nie aus der Tasche gepackt, wahrscheinlich. Ach so, scheiße. Nein. Und jetzt können wir Glas draufpacken. Haben wir ja noch in der Tasche. So. Ja. Genau da sollte er hin. So, so und sag mal, was ist denn jetzt los? So. Nun, da noch. Sehe ich natürlich nicht, ob die weiter rausstehen. Ah, hier ist ja auch schon ein Zaun rum. Komme ich hier rauf? Ja. Springen wir mal hier rüber. Wie sieht denn das Glas aus? Das guckt nämlich raus. Das habe ich fast vermutet. So. So, hier kommen wir wieder rüber. Oh, das sieht ein bisschen lebensgefährlicher aus hier. Darüber gesprungen. Ups. Hat geklappt. So, die sitzen aber richtig. Gut, dann holen wir uns mal den gebrannten Stein hier unten. Der müsste jetzt fertig sein. Ja. Dann können wir den nämlich da noch die Löcher zumachen. Die Nische machen wir zu. Und da drüben komme ich nicht ran. Ich komme da nicht ran. Manu, warum nicht? Ah, wieder lebensgefährliche Sachen hier. Ups. So. Sollte ich den kleiner machen? Nee, oder? Irgendwie hat er dort. So, dann gucken wir mal von weiter weg, wie das Haus überhaupt so aussieht. Ich hoffe, wird gleich mal hell, dass wir es uns dann mal angucken können. So, Holz, Erde, Stein. Hier haben wir die Carpenter-Sachen. Müssten wir dann natürlich auch irgendwann mal besser einsortieren. Eiche, Birke, Hups, Birke. Nochmal Eiche. Nochmal Eiche, natürlich. Oh, machen wir so.
mal so. Dann passt nämlich der auch noch dahin. So. Können wir den mal essen. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen mehr Platz. Ach Mensch, Türen müssten wir noch bauen. Zwei Türen brauchen wir, ne? Waren die so? Ja. Zwei Türen. Und wie werden denn diese Garagentore hier gebaut? So, da kriegen wir 8 Stück raus. Müsste ja theoretisch für hier und oben reichen. So. Kriege ich die jetzt hier an die Treppe ran? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn wir da einen vollen Block hinmachen. Gut, probieren wir gleich mal aus. Hier oben haben wir ja einen vollen Block. Ernsthaft. So, und dann können wir die ja noch mal ändern. Lass ich erst mal so. Ändern kann man es immer noch. Ach so, warum habe ich die Tür jetzt oben nicht eingebaut? Keine Ahnung. Warum passt der nur wieder hier nicht rein? Wahrscheinlich, weil ich unten wieder ein kompletto Blocko genommen habe. Wenn ich jetzt hier einen richtigen Block nehme. Dann geht's. Flimmert zwar noch ein bisschen, aber das können wir ändern. So, ach, hier haben wir natürlich keine Umrandung gemacht. Das finde ich dann natürlich doof. Aber da werden wir das gleiche Problem haben. Wir haben keinen vernünftigen Block darunter, ne? Verstehe ich nicht, warum das nicht funktioniert denn. Und das wird natürlich dann ein Problem da unten sein, oder? Ja, da jetzt ein. Warte mal, wenn ich einen richtigen Slab reinpacke, statt diesen Carpenter-Block. Ach Gott. Funktioniert das denn? Ja, dann geht das. Okay, dann machen wir das so. So, dann zu und auch da den Rahmen rum. Dann müssten wir das hier nochmal ändern. Ja, wenn ich da einen ganzen Block mache. Wenn ich die Tür da vorhänge. Sieht bestimmt voll doof aus, oder? Ach so, geht nicht, weil das ja auch wieder. Ach ja. So, wenn ich jetzt da komplett reinmache, wie sieht das aus? Und wo ist der hingeflogen? Ich hasse es. Allerdings ist er hoch. Oder backt hier irgendwo durch die Gegend. So. So, komme ich hier durch? Ich würde durchkommen. Nee. Dich wollte ich nur gar nicht haben. Gerade zumindest nicht. Sondern dich. So, man kommt durch.
Da würde ich hier aber eine ganze Wand hinmachen. Dann müssen wir hier auch noch die komplette Wand bauen, ne? So, dich hatte ich als Carpenter-Block. Du ja jetzt nicht mehr, ne? Ach, ist so scheiße. Naja, geht ja nicht. Na, da oben sollten wir dann auch in diesem dunklen Holz machen, denke ich mal. So, dann müssen wir die Wand hier nochmal aufreißen. Ey, das ist natürlich schlecht. Ach, überall Basteleien hier. Also das draußen. So, Karpner. So, die kommen dann so rum. Haben wir jetzt noch hier dunkles Holz? Nur zwei Stück. Das ist ein bisschen wenig. Dann müssen wir wohl noch mal so einen Baum, zumindest halbwegs, dezimieren. Ja, toll, der Baum ist ja hier gewachsen. Ist ja fast ein Mammutbaum geworden. So, ich nehme den Baum jetzt nicht ganz weg, weil so viel brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Ich denke mal, das reicht. So, jetzt können wir langsam Weizenhandel aufmachen. Langsam haben wir genug. Wie viel haben wir denn jetzt so an Weizen? Naja. Machen wir erstmal hier oben rein. Sammelt sich. Mehr haben wir jetzt nicht, ne? Nee. Gut. Dann machen wir da oben den Balken mal weiter. Und dann ist tatsächlich die Frage, was machen wir denn da? Finde ich natürlich hässlich, dass sie jetzt offen sind. Zumal es verraten wurde, dass hier hinter die Tür ist. Aber wenn wir das jetzt aus Holz machen, warte mal, ich jetzt abreiße, ist die Tür natürlich auch weg, war ja klar. Wenn ich das jetzt aus, naja, komm, so. Dann würdest du natürlich von hier nicht mehr so sehen, ne? Ist der Stein jetzt eigentlich Stein geblieben? Den ich damals abgehauen habe? Nee, ne? Ach nee, der sollte ja weiß sein. Ja, aber,
Warum halten die nicht an Kanonablöcken? Jetzt mal ganz ehrlich. Es war doch das, eigentlich nur das Problem gewesen, dass die nicht an der Treppe gehalten haben, oder? Das war, naja, klar. So, und wenn ich jetzt hier zumache, zack und zack, ist das da gut. Und hier können wir wieder die Bretter aufmachen. Ah, Schock. Man sieht doch keiner, dass da eine Tür ist, ne? Das gleiche machen wir. Ja, dafür sind die natürlich zu weit vor. Ah, Mann. So, dann machen wir so. Dann haben wir hier mit einem Hammer rauf und dann hat man hier im Grunde einen geschlossenen Raum. Man sieht es nicht. Aber es geht halt auf. So, wie sieht denn das raus jetzt von hinten aus? Ey, lass mich hier raus. Ach. Gucken wir mal von hier hinten. Passt sich so schön in den Berg, dass man das gar nicht sieht, wa? Man sieht sie gar nicht wirklich. Sieht sehr unscheinbar aus. Nur wenn ich von hier komme, sehe ich dann bloß hier nicht runterfallen. Ah, blöd. Überall hier Schluchten. Und wenn ich von hier komme. Es passt sich eigentlich schön da oben rein, finde ich. Hat auf jeden Fall was. Möchte sagen, wenn man nicht genau weiß, dass hier irgendwo ein Haus ist. Ah, ich komme ja nicht hoch. Könnte man es fast noch übersehen. So, dann gehen wir mal auf unsere Terrasse. Gucken uns die mal an. Jetzt finde ich die Tür selber nicht mehr. So. Und machen wir hier auch noch Holz. Unterschiedliches Holz, meinetwegen. Warum nicht? Dann werde ich nämlich für heute auch Schluss machen, weil es ist ja schon 4:15 Uhr. Hätte ja nicht gedacht, dass ich so lange spiele. Wollte eigentlich nur mal auf den Server von Zickenmama gucken. Ja, man kann das Dorf schön sehen. Ja, ich finde schon, wir haben hier einen schönen Platz. Mal jetzt noch ein bisschen den Urwald roden, dass wir da Aussicht haben und da Aussicht. Auf den Teich können wir auch gucken, wenn wir hier unser Bambus mal wegnehmen. Da haben wir Holz vergessen. Na toll. Wie sieht denn das jetzt aus? Ja, wenn der ganze Wald weg ist, dann hat man hier bestimmt eine sehr gute Aussicht. Ja, finde ich schön hier. Na gut, dann sage ich tschüss, danke fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal wieder. Ich weiß nicht, ob ich morgen weiter streame, muss ich mal gucken, vor allem um welche Zeit.
kommt ein bisschen darauf an, wie ich hier meine Zeit einteilen kann. Auf jeden Fall hat es mir viel Spaß gemacht. Dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.